Ich würde es nicht als größere Gefahr bezeichnen wollen, aber wir müssen die Situation auf jeden Fall beobachten, denn wir wissen jetzt einfach noch nicht, was die Mutation oder die Mutante uns bringen wird. Also wir wissen nicht, wie schnell sie sich ausbreiten wird. Wir wissen noch nicht, wie stark sie krank macht. Wir wissen noch nicht, was für einen starken Immunescape sie wirklich hat und ob wir eine Adaptation oder Anpassung der Impfstoffe benötigt. Das heißt, die Situation muss jetzt einfach sehr gut beobachtet werden und es muss dann schnell reagiert werden, wenn es notwendig wird. Wir wissen mittlerweile, dass die meisten Infizierten sind tatsächlich Reiserückkehrer. Jedoch gibt es mittlerweile auch schon Fälle, die keine Reisehistorie haben, sodass wir davon ausgehen, dass es auch schon Fälle zwischen Menschen gibt, die keine Reisehistorie haben. Nein, das kann man also noch nicht sicher sagen. Die wurde zuerst beschrieben in Südafrika, dass sie dort aufgetreten ist, wo sie direkt herkommt und wo sie entstanden ist. Darüber gibt es derzeit keine Informationen. Wir sehen alleine im Spike-Protein, dass Omikron 30, über 30 Mutationen im Spike-Protein hat. Sind wirklich sehr viele Mutationen. Einige dieser Mutationen sind uns auch schon bekannt aus anderen Varianten. Da kann man auch schon vermuten, dass ein eventueller Phänotyp sich davon ableiten lässt. Das ist aber eine sehr vage Vorhersage. Da bleibt es, die wissenschaftlichen Ergebnisse im Labor tatsächlich abzuwarten. Die Mutationen im Spike-Protein sind tatsächlich besorgniserregend. Es sind sehr viele Mutationen, wovon einige auch schon bekannt sind. Wir wissen, dass einige Mutationen in anderen Varianten aufgetreten sind und zum Beispiel mit einem Immunescape in Verbindung gebracht werden. Dazu gibt es auch wissenschaftliche Daten. Wie sich allerdings die Mutationen in der Kombination, in ihrer Komplexität, in Omikron verhalten, kann man noch nicht genau vorhersagen. In einem Immunescape-Fall gehen wir davon aus, dass die Antikörper, die durch Impfung oder bei Genesenen gebildet werden, das Virus nicht mehr so gut erkennen und nicht mehr neutralisieren können und somit eine Infektion und eventuell auch eine schwere Erkrankung nicht mehr so gut verhindern können. Es könnte sein, dass es erforderlich ist, die Impfstoffe anzupassen. Es gibt die Vermutung, dass die Impfstoffe nicht so gut wirken gegen die Omikron-Variante, wobei da die Datenlage immer noch sehr schwach ist. Wenn es notwendig sein sollte, dass die Impfstoffe angepasst werden müssen, dies wird derzeit durch die Impfstoffhersteller BioNTech und Moderna getestet, dann kann es in relativ kurzer Zeit zu einer Anpassung des Impfstoffs kommen, sodass es tatsächlich in wenigen Monaten auch schon angepasste Impfstoffe zur Verfügung geben könnte. Wir fangen auf gar keinen Fall bei Null an. Wir wissen, die Impfstoffe sind wirksam gegen Omikron. Es könnte jedoch sein, dass es eine gewisse abgeschwächte Wirkung der Impfstoffe gibt. Aber wir fangen nicht bei Null an. Deswegen lassen Sie sich impfen, schützen Sie sich und schützen Sie andere. Man sollte sich aufgrund der derzeitigen Infektionslage und der hohen Inzidenzen auf jeden Fall boostern lassen. Denn die Boosterimpfung schützt uns auf jeden Fall vor einer Infektion mit der Delta-Variante, die im Moment die vorherrschende Variante ist. Und gibt uns wahrscheinlich auch einen sehr guten Schutz gegen eine Infektion gegen die Omikron-Variante. Bisher weiß man da noch sehr wenig. Die Daten, die im Moment zur Verfügung stehen, sind Daten aus Südafrika. Dort wird beschrieben, dass die Menschen nicht besonders schwer erkranken. Es gibt eine leicht veränderte Symptomatik, das heißt, die Menschen klagen über Ganzkörperschmerzen. Es gibt keinen Geruchs- und Geschmacksverlust, das ist sehr überraschend. Und über starke Müdigkeit wird geklagt. Das ist natürlich auch für uns sehr wichtig zu wissen, denn wenn sich hier die Infektionen mit Omikron häufen, ist es natürlich wichtig, dass die Menschen auch zum Arzt gehen, sich testen lassen, wenn sie diese Symptome bei sich verspüren, und dass wir dem Virus so eben auch schnell auf die Schliche kommen können. Das Gute ist, wir wissen, Omikron können wir in den diagnostischen PCRs detektieren. Darüber hinaus ist es manchmal notwendig, Varianten-PCRs durchzuführen, aber die diagnostischen Labors sind darauf vorbereitet und wissen genau, welche PCRs sie laufen lassen müssen. Als Privatperson, wenn ich ganz sicher sein möchte, meine Mitmenschen nicht anzustecken, dann kann ich einen Laminar-Flow-Test oder Antigen-Test machen. Beide Varianten werden durch diese Tests erkannt und ich habe somit eine große Gewissheit, dass ich nicht infiziert bin.
Aus virologischer Sicht haben wir ja jetzt auch schon gesehen, Reisebeschränkungen helfen uns nicht, das Virus auszusperren. Das Virus ist ja bereits schon in Europa angekommen. Aus virologischer Sicht sind die wirkungsvollsten Maßnahmen immer noch das Impfen und die uns bekannten Maßnahmen, Maske tragen, Abstand halten und Kontaktreduzierung, damit wir die Infektionsinzidenzen niedrig halten. Genau, was wir eigentlich erwarten, ist, dass sich in ein paar Jahren SARS-CoV-2 zu einem epidemischen Virus und einem saisonalen Virus weiterentwickelt. Wir haben dann alle einen gewissen Impfschutz auch dagegen. Das Virus wird sich wahrscheinlich etwas abschwächen, sodass wir dann wie mit der Grippe tatsächlich auch damit leben können.